Hi, hier ist wieder der Lars von All About Samsung. Ich bin immer noch auf dem MWC in Barcelona unterwegs und ich habe hier immer noch das Samsung Galaxy S6. Ich hatte eben im Video schon gezeigt, dass der Fingerabdrucksensor jetzt per Auflage funktioniert und sehr, sehr genau ist. Ne? Also es geht wirklich schön und schnell. Was ich jetzt euch zeigen wollte, ist die Kamera. Bei der Kamera hat man sich nämlich jetzt auch wieder was gedacht. Die hat einen 16-Megapixel-Sensor. Gut, das ist jetzt nichts Neues. Den hatte das Samsung Galaxy S5 auch schon. Das ist jetzt genau der gleiche Sensor, das heißt, man kann hingestellt sein. Aber man hat ansonsten viel geändert. Zum einen hat man jetzt eine optische Bildstabilisierung. Optische Bildstabilisierung heißt, dass man bewegliche Linsen vor den Sensor packt, die kleine Bewegungen ausgleichen können. Das ermöglicht dann längere Verschlusszeiten. Außerdem hat man eine relativ große Offenblende. Wer sich mit Fotografie auskennt, weiß, dass je größer die Öffnung vorne ist, desto mehr Licht auf den Sensor fallen kann, um es dann grob auszudrücken. Und dann kann natürlich auch die Lichtempfindlichkeit, also die ISO, runtergeregelt werden und das Bild ist in der Regel ein bisschen rauschärmer. Das sind also Punkte, die sind wichtig. Außerdem auch ein interessantes Feature, das sagt Samsung, man hat hier den Pulsmesser so gestaltet, dass er in der Kamera dazu dient, Infrarotwellen zu messen und anhand dessen auch den Weißabgleich zu regeln. Also da hat man sich erstaunlich viel gedacht. Wichtiger natürlich ist die Software und wenn ich die Kamera jetzt mal starte, dann bin ich schnell drin. Aber ich kann ja auch anders starten. Samsung möchte nämlich die Kamera jetzt so tief ins System integrieren, dass man die sehr, sehr häufig nutzt. Die ist halt jetzt was Besonderes beim Samsung Galaxy S6 und deswegen, wenn ich jetzt zweimal auf den Home-Key drücke, schnell hintereinander, bin ich sofort in der Kamera. Das geht also sehr, sehr schnell. Samsung sagt, das ist in einem dauerhaften Standby die Kamera und wird hierüber in 0,7 Sekunden aufgerufen. Ja, das ist richtig schnell und das finde ich ein richtig praktisches Feature. Ich wollte schon immer schnell ein Foto machen und dann immer, wo ist die App? Und naja, insofern finde ich das hier auf jeden Fall sinnvoll. Das hier ist das Interface und da hat man auch ein paar Änderungen und ein paar Optionen. Erstmal zu den Optionen. Wenn ich hier in die Settings gehe, sieht man hier die verschiedenen Bildgrößen. Die 16 Megapixel hat es bei 16:9. Das ist natürlich wichtig, weil 16:9 ist so ungefähr das Gebräuchliche Format heute, vor allen Dingen für Smartphones, Laptops und so weiter. Sonst habe ich hier noch die anderen verschiedenen Fotogrößen. Hier habe ich die verschiedenen Videogrößen, also UHD, QHD, Full HD mit 60 Frames per Second, normales Full HD, HD und VGA. Dann habe ich hier die Möglichkeit, ein Tracking aufzumachen. Was ist das? Naja, stellt euch mal vor, ihr habt einen Hund. So, und das blöde Vieh wollt ihr jetzt fotografieren, aber der hält nicht still. Und wenn ich jetzt hier auf das Display klicke, dann seht ihr hier so einen gelben Kasten. Und wenn ich jetzt das Galaxy S6 im Hintergrund bewege, seht ihr, der Kasten bewegt sich mit. Ja, er wird verfolgt also dauerhaft die Bewegung, die das Gerät hier macht, mit. Und das ist halt wichtig für bewegende Objekte, damit immer wieder auch scharf Fotos und vor allen Dingen auch Videos aufgenommen werden. Und das funktioniert ja extra extrem gut. Ich bin echt erstaunt, wie gut das funktioniert. Das ist halt ein Feature, was in der Qualität sonst eher in Spiegelreflexkameras oder Systemkameras zum Einsatz kommt. Insofern bin ich davon echt angenehm überrascht, wie schnell das hier regelt. So, was haben wir hier noch? Wenn ich den deaktiviere, dann kann ich die Videostabilisierung aktivieren. Hatte ich ja schon erwähnt, optische Stabilisierung, digitale Stabilisierung, das zusammen macht ein richtig ruhiges Bild. Hilfslinien und so weiter, der Rest ist relativ langweilig. Hier habe ich noch den Quick Launch, also ob das jetzt mit dem doppelten Klick auf den Home-Button startet und das war's in den Settings. Sonst habe ich hier noch die Möglichkeit, den Blitz an- oder auszustellen. Ich kann hier einen Timer setzen oder eben nicht. HDR, ja, das ist ein interessantes Feature. HDR sind eigentlich High Dynamic Range, mindestens zwei unterschiedliche Fotos. Ein unterbelichtetes, ein überbelichtetes und das wird dann zusammengerechnet zu einem perfekt belichteten Foto über einen relativ großen Helligkeitsbereich. Das ist die Idee dahinter. Beim Galaxy S6 ist der Prozessor so stark, dass er keine Probleme damit hat, die Bilder sofort gleichzeitig aufzunehmen und in ein Bild zusammenzurechnen. Das heißt, man sagt Instant HDR, das heißt, sobald ich drauf drücke, habe ich ein HDR-Bild ohne Probleme. Das Galaxy Note 4 hat das allerdings schon ähnlich. So besonders ist es jetzt nicht. Dann habe ich verschiedene Effekte, die erinnern mich immer so an billige Instagram-Effekte. Das ist jetzt für mich nichts Besonderes, man kann sie aber weiter runterladen. Und wenn ich hier drauf klicke, dann ist alles weg und ich habe ein bisschen mehr Bild zu sehen. Jetzt zur rechten Seite. Videomodus, hier habe ich ein Selfie, hier habe ich nämlich eine 5-Megapixel-Selfie-Kamera. Ja, interessiert mich persönlich jetzt nicht so, aber wichtig sind die Modi. Normalerweise ist Samsung halt dafür bekannt gewesen, hier ein relativ, naja, wenig aufgeräumtes Menü mit Scrollen zu haben und Bildern. Jetzt hat man es richtig, richtig schick aufgemacht. Das sieht sehr, sehr schick aus, ist sehr, sehr schön aufgeräumt. Und hier habe ich jetzt auch nur 8 verschiedene Optionen. Auto, dann muss ich nicht selber machen. Pro, da kommen wir gleich zu. Selektive Fotos, Fokus, das kennen wir eigentlich auch schon. Dann nimmt er 2 Bilder auf, ein weit entferntes, ein nahes. Na, ich kann das mal versuchen, das wird hier vermutlich auf die Reichweite nicht funktionieren. Ob es klappt. Er nimmt dann das Bild auf und mit den 2 Bildern, die er dann aufnimmt, kann man dann ein Foto zusammenrechnen. Na, wenn ich jetzt draufklicke auf selektiver Fokus, dann sage ich Nahfokus, ferner Fokus, dann ist hinten auf das andere Galaxy S6 scharf gestellt und Panfokus, dann ist auf beides scharf gestellt. Das ist also dieser selektive Fokus. Das ist kein neues Feature, das hatten andere Smartphones auch schon bei Samsung. Panoramabild brauche ich nicht erklären, Slow Motion kennt man auch, Fast Motion ist dann also ein Zeitraffer und Virtual Shot, das finde ich ganz interessant.
wenn ich ein Objekt habe, hier zum Beispiel ein Galaxy S6, und dann gehe ich hier jetzt auf ein Foto und gehe jetzt um das Objekt einmal rum. Also hier einmal um das Samsung Galaxy S6 und versuche das einmal so zu filmen. Das ist nicht leicht, das jetzt vor der Kamera so zu schaffen. Aber mal gucken, ob das geklappt hat. Ja, nicht so ganz. Ich werde das einmal reinschneiden, damit das dann funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich ein 3D-Objekt mit meiner Kamera erstellt. Das ist ein ganz nettes Feature und die Idee ist ganz gut, weil man damit tatsächlich, zum Beispiel für 3D-Drucker oder so, echt so quasi Modelle basteln kann. Das sieht halt echt cool aus. Ansonsten haben wir in den Modi dann noch den Modus Download, also das heißt, ich könnte mir weiter Modi runterladen. Was ich jetzt zeigen wollte, ist aber die Pro-Kamera. Ich wollte es bei Samsung schon immer mal haben, dass man auch ein bisschen mehr einstellen kann. Und Samsung hat da auch dann gedacht und man hat hier jetzt die Möglichkeit, relativ viel einzustellen. Einmal die verschiedenen Farben, also ob die Farben jetzt besonders hart oder besonders leuchtend gemacht werden sollen oder das ganze Bild ein bisschen nostalgisch aussehen soll. Dann habe ich die Möglichkeit, die ISO, also Lichtempfindlichkeit, manuell zu regeln. Ja, man könnte bis ISO 800 gehen, relativ lichtempfindlich. Den Weißabgleich, den kann ich auch manuell regeln. Und auch hier bei der Helligkeit gesamt für das Bild kann ich hoch oder runter gehen manuell. Das sind also Fotofunktionen, die kannte ich sonst eher von Nokia Lumia-Geräten. Die waren da schon relativ weit. Was ich mir immer gewünscht habe, was jetzt endlich dabei ist, ist hier. Das ist der manuelle Fokus. Wenn ich nämlich jetzt hier zum Beispiel ein Gerät habe, vorne ist Samsung Galaxy S6, hinten eins. Ja, und jetzt ziehe ich mal den Fokus hoch, dann habe ich hier den absoluten Makro-Modus. Das heißt, seht ihr, jetzt bin ich komplett hier an der Kante vom Galaxy S6 scharf. Und wenn ich jetzt hinten auf das S6 fokussieren will, dann ziehe ich den Regler hin. Und damit kann ich zwischen den beiden Geräten hin und her wechseln. Das ist ein manueller Fokus und das ist vor allem bei Nacht sehr, sehr hilfreich, weil der Autofokus, so schnell er auch sein mag, bei Licht, sobald es weg ist, wird es sehr, sehr schwer, was da zu regeln. Und dafür kann sowas sehr, sehr hilfreich sein. Also auch, dass das endlich da ist, finde ich super, habe ich mir immer gewünscht, finde ich persönlich sehr gut. Wo das Ganze gemessen werden soll, kann ich auch sagen, also ob es im Center gemessen werden soll oder halt eine größere Matrix oder ein kleiner Punkt genommen werden soll, auch das ist möglich. Also hier hat man wirklich viel mit in den professionellen Modus integriert. Wer möchte, kann damit wirklich viel machen und wer dafür zu faul ist, der nimmt halt den Automodus. Das war also ein tieferer Blick auf die Kamera des Samsung Galaxy S6 und Samsung Galaxy S6 Edge. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ich bin hier in Barcelona noch ein bisschen länger unterwegs und insofern würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Eine kleine Frage kann ich schon beantworten, die hatten wir bei uns in den Leserkommentaren. Kann man damit RAW-Bilder aufnehmen? Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Es gibt keine Option, RAW-Datenbilder aufzunehmen. Ob das dann noch kommt, das ist was anderes. Da müssen wir mal schauen. Also ich bin der Lars von Samsung und wir lesen uns die Tage wieder im Blog. Ciao!